Cabbage, carrots, potatoes. Hallo! Bevor wir die Festung betreten, wir können die speichern, oder was stand da eben? Möchte ich mit euch noch in den Fahrstuhl steigen, den wir gefunden hatten. Wow! Der Eichenherzstab, den ich nicht mitnehmen kann, weil ich wieder voll beladen bin. Meister Zauberstab, der Hadesspeer, den haben wir ja zweimal. Ich will ihn eigentlich wieder benutzen, der ist so geil, ey. Ready? Yes, Hey, what can I do? Der Drachenstab. Ach ja, sie hat den Drachenstab und den Friedenstab. Alles klar, ich denke nicht, dass da noch irgendwas anbrennt bei unserer grünen Zauberin. Ich glaube, sie weiß, wo ich bin tatsächlich. Ja, hier waren die Riesen. Ja, ich will da unbedingt rein in diese Festung. Unbedingt. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Wie gesagt, ich habe ja keine Quest. Aber, vielleicht hat es in Exile ja geschafft, das so zu lösen, wie man das aus anderen Spielen kennt, dass wenn man die Quest macht, dann bekommt man sie automatisch ins Log. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, ey. Oh, heißer Kaffee. Festung Garendon. Lestrans, my countrymen! Who stands in our way? Halt, scavengers! You will not strip the corpse of Garendon while I breathe. Though the border is closed and the fort has fallen to undead horrors, her commander still lives, and shall still defend her. Wer hat die Grenze geschlossen? Ihr? I? Old Gorm the Giant toppled an overhang in the narrowest point of the pass. There's no hope of rescue from Lestrus. And Caith will certainly not help her enemies. Wie ist die Festung gefallen? Men came up the pass, dressed as Father Rite pilgrims. Then stood silent outside our gates. We demanded to know their business, but they said nothing. Then, a shadow loomed over us.
The rest was slaughter and madness. The giant smashed our gates, then crushed us by the score as the pilgrims rushed in and slew any he had missed. Ihr habt von untoten Schrecken gesprochen. When the pilgrims threw off their robes when they took the fort, we saw their leader was a wraith. Terrible sight. He fairly burned with power. He blasted us out of the fort. We could not return. Erzähl uns etwas über den Riesen, den wir getötet haben. I don't know how you manage that. Gorm has menaced these mountains for years, but never the fort. Today, however, I'd swear he was dead when he kicked in our gates, rotting and bloody with his guts all hanging out. Despite that, nothing could stop him. You must be hardy warriors. Wir müssen gehen. Enough talk. If you mean to plunder Fort Garendon, then you will have to fight us first. Wir wollen die Festung retten, nicht sie plündern. You want to save the fort? Let's get to it. I don't know if I believe you, but I am too weary to argue. In any case, you go to your deaths. So good luck. Forward without fear, friends. Und natürlich plündern wir die. Trollzehe, das beste Bier für alle mit schmalem Geldbeutel. Das muss aufhören. Ich habe die Männer wieder betrunken auf Wachposten erwischt. Packt Vorhänge, Schlösser an die Fässer, wenn es sein muss. Ich werde keinen Betrunkenen in meiner Kaserne dulden. Shelton. We can take him. Kann man die jetzt noch angreifen? At your service. Away I go. Let us show these villains the folly of their ways. What happened to me? Did I... Oh, Dalglish, you damn fool! You're dead! That goblin did for you after all. It's you. So, you can see I've failed then. Stole a key to the portal from Tarjan's followers to try and slow him down, but some damned goblins chased me here. Have I kept him from entering the Herdenhold? Ah. Seems I have not. He must have found another key. Wow. Dalglish is tot. Best of luck. And give my regards to the Adventurers Guild, eh? Sasha Fleury. Ach man, der kleine Dalglish. Wasser, wenn ihr im Dienst seid, gibt es sonst nichts. Der Hauptmann. Rüstungstrank. You can't see me. Heiltränke. Ah, siehst du, apropos Heiltränke. Blitzbolzen? Soll ich den behalten? Ja, warum denn nicht, ne? Der war ja immer gut. Ich hätte sonst noch dieses Paranoia-Gift oder die Krähenfüße. Aye? Aye? Hi. Here. Großes Elixier der Konzentration, ne?
Wo sind denn... Ah ja, das sind doch die Sachen, ne? Rüstungstrank, Heiltrank, mobile Barrikade. Hm? Die ich auch mal ausprobieren wollte. Das mache ich jetzt auch endlich mal. Ey, time to hang. Ah, okay. Königsbecher, einer Asbester, Schwarzfass Brandy, ich glaube 30 XXX. Dieser Wein ist ausschließlich für Offiziere bestimmt. Niedrigere Dienstgrade können sich am Bierfass im Speisesaal bedienen, wenn sie nicht im Dienst sind. Wer im Dienst Durst bekommt, sollte das Wasserfass in der Waffenkammer benutzen. Die Offiziere mögen berücksichtigen, dass der Brandy in dem kleinen Fass am Herd nur den Kommandeur vorbehalten ist, wenn er zu Besuch kommt. Finger weg. Schnaps! Warum wird mir das jetzt angezeigt? Königsbecher, einer Asbester, Schwarzfass Brandy. 30. Eine Rune. Noch eine Rune. Aber wo ist das Gerät dafür? To the Field of Honor. Da ist noch eine Rune. Ist auch so ein Ding. Ah. Woher weiß ich denn? Woher weiß ich denn, was was ist? Also. Okay, am Anfang war das F. Hier haben wir das Auge. Hier haben wir das N. Na, einer fehlt. Sehe ich nichts.
auch im Startraum? This'll be a good scrap. Das F oder ja oder was auch immer. Man kann das ja nie so wirklich erkennen. Also Auge, Haken, N. Ach man, was ist denn das letzte? Das M muss noch irgendwo sein. Überall das Auge hinmache, was passiert dann? Gar nix. Okay, das war jetzt Glück. Das war jetzt wirklich Glück. Ich habe jetzt einfach nur gedacht, das M muss ja auch irgendwo sein. Das machen wir nochmal irgendwo hin. Aber hier ist auch gar keine Kurbel für irgendwas. Na gut, dann gehen wir mal hier runter. Habe ich hier gespeichert schon? Ja, habe ich hier gerade. Gut. Away I go. So, was kommt jetzt? Big, isn't it? Such vastness. Such history. In such halls, so vast and grand, did brave McMahon make his stand. Das ist schön, wie sie immer reimt. Ich liebe das. Okay. You can't see me. Ein bisschen Angst. Honor demands. Slammed. Hauptsache er hat 50 Rüstung. Wie viel Leben hat der? Ob es jetzt klappt? Das Spiel ist gerade abgestürzt. Metal-Zwerg. Ready. On your way. At your command. Orders.
What should I do? On your word, gather. Right? I... On your I... word. Don't mind me. What should I do? You decide. At your yeah? command. Passing through. Ready. On your word. Ring. Ready when you are. You can't see me. Na, greift er noch an? Ready. Oh, war er schon wieder betäubt? On your word. What should I do? Aha. I here to serve. Cheers, friend. On your word. Your command. Speak. Yes, my chance. Yeah. Ready for orders. Ready. Orders. Ready. Here. Ready. Gerade keine Rüstung mehr. Must try. Yeah? What should I do? You're to say Choose. Das war die falsche Ready. Richtung. Come on. Yes. Ready when you are. Okay, das hat reingehauen. Orders? On your word. Forgive me. On your what word. Ready. Pardon?
Angst und Schrecken ist aber echt bitter, ey. Echt ein Kampf gegen einen krassen Lebensbalken. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben ein Meisterlangschwert, Zweihandwaffe. Weiter Schnitt, kostet ein Gelegenheit weniger. Schmetternder Schlag zerfetzt doppelt so viel Rüstung. Ist ziemlich krass. Eine richtig krasse Offizierskettenhemd, da ist ja richtig viel Konstitution drauf. Gold. Und der Talisman der Gefolgschaft. Zu Beginn eures Zugs besteht eine kleine Chance, dass ein Gegner direkt vor euch betäubt wird. Das ist ja nicht schlecht für unseren Krieger. So, und da haben wir noch eine Kiste. Ich kann dann erstmal das Zeug anziehen. Hey, how may I serve? Ja, also sie könnte das gebrauchen. Here. At your service. Oder natürlich, How may what can I do? Ja, ich mach das so rum. How may sagt, I help? Das Schmuckstück. Das ist für ihn vielleicht ganz interessant. What do you need? Noch einen Zweihänder im Angebot. Der ist auch besser. Alles oder nichts Bonusschaden. Letzter Atemschaden. Da muss ich natürlich den weiten Schnitt aber auch wieder reinmachen, ne? Und vielleicht die Duellhaltung rein. Wobei das zu mir ist natürlich schon krass, ne? Und das Hinrichten, 70. Ja, das geht aber immer noch. Hat auf jeden Fall mehr Schaden, das Schwert. So. Stiefel. Bewegt ihr euch vor einen Verbündeten, erhaltet ihr zwei Rüstung. Und einen elfischen Waffensplitter. Puh. Auf jeden Fall, sehr geil. So, jetzt frage ich mich aber immer noch, wie ich hier reinkomme.
Und ob die mich jetzt angreifen. Time to hide. I will follow. Nö. Wobei. We can take him. Nö. Die greifen einen immer noch nicht an. Dann gehen wir zurück ins Baddy-Flachland. Yay! Ich möchte trotzdem noch ein Schild finden. Ein gutes Buckler-Schild, wo ich denn die Kampfhaltung beibehalte. Und zwar so lange, bis ich sie beende. Ich fand das genial, wenn alle Rüstung hatten. Und zwar länger als eine Runde. Weil das in Kombination mit dem Schrumpfen von der Bardin, da kann man wahrscheinlich schon sehr viel Schaden negieren. Und ihr habt ja gesehen, wenn zwei Zauberer beide auf Fiona schießen, dann ist sie tot. Und das muss ja nicht sein. So. Sagen, wir hätten das wieder angemacht. So, und hier waren doch irgendwo Steine zum Reisen. War auf jeden Fall ein schöner Abstecher. Und jetzt gehen wir zu Rabbi und geben unsere Hauptquest endlich mal ab. Denn wir müssen ja immer noch zurück und berichten, dass wir Lagoth Vanta gekillt haben. Und dass die kleine Clara das Blut von Aethelroot in sich trägt. Ja. Als letzte Nachfahrin? Ja. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Da gehen wir auch eben noch hin. Are you sure you wouldn't like to wrestle? Quite sure. We wouldn't have to do any actual wrestling. We could just, Priestess, I am a married man. Oh, I don't mind. The bear takes many mates. I mind, Priestess. I mind. All right, fine. If you won't, you won't. I'll never understand Southerners. Oh, ist das gut, ey. Ahoy, friends. Sorry, I can't stand to greet you. Afraid that Tarjan got the best of me. But not to worry. Risa's putting me right. Maybe this'll remind you how old you are, you daft swashbuckler. Now hold still. See you again. Aye. Aye. So, auf zu Rabbi. Puh, 1300 Leben, der Zwerg. Meine Güte.
is burning. Scarlet, welcome back, friends. Aye, welcome. I hope you bring good news, for we've had little here. In fact, disaster has struck. It seems Yadus has resurrected another of the ancient evils, the mad god Tarjan, who blasted Scarabray to ruins 100 years ago. Now, he's returned and stolen a terrifying Charn relic. And as you can see, left a lot of guild members wounded and dead when they tried to stop him. It was a massacre. Wir haben Santa getötet, doch er gab Yadus das Blut von Aetherroot in Form einer jungen Frau aus dessen Geschlecht. Ah, well done, putting Santa to rest again. But the poor wee girl. I should have realized the blood of Aetherroot would mean one of his descendants. But what advantage does she give? What does Yadus mean to do with her? Was für ein Relikt hat Tarjan denn gestohlen? You've seen it. Have you visited Duke Kingston? The Ravenous Null, a terrifying thing, could probably swallow all of Scarabray if it had a mind to. And now, Tarjan has it. Yadus meinte, dass Tarjan gegen die Herrenfeste marschiert, um sich das letzte Teil zu holen, das er noch braucht, um in den Grabhügel der Maid zu kommen. Reverence Stone? Then the advent of the farm here is within their grasp. Please, heroes, you must find Tarjan's reliquary and confront him with it before he reaches the realm of the dwarves. Did you not hear, Rab? When we fought Tarjan, we saw him place something inside the Ravenous Null before he stole it. I fear. Fionn preserve us. If the mad god's hidden his reliquary within the Ravenous Null, then this is the end. The skin of the Null swallows everything that touches it. You'll never even strike the reliquary, let alone Tarjan. Oh no. No, wait. There is a sword. The Hungering Blade. An evil thing that drains all its strikes. Flame dies, magic fades, hearts stop. They say it lies locked in the Red Vault, a ruin somewhere in the Inshriach. Hidden there by an ancient king who feared his enemies would kill him with it. If anything could destroy the Null, it would be that blade. You must seek it out. Alles klar. You'll have to ask the Fichte for the location of the vault. I don't know it. There's a song in this, but it won't be a happy one. Scarabray is burning. So, schneller zum Prüfungsausschuss. Welcome again, adventurers. Once more you return to us for knowledge. Let us review your recent actions. You have killed Lagoth Xanta and returned Castle Langskull to the High Jarl of the Einar, thus saving Caith and the Stenish Isles from the depredations of yet another ancient evil, and bringing the guild one step closer to discovering the true evil behind these reincarnations. These are worthy and heroic deeds. It is the opinion of this board that your actions have earned you the right to further knowledge. Congratulations. You are free to advance. Mal gucken, vielleicht skill ich die gute grüne Zauberin noch um, sodass sie endlich die Erzmagierin wird bzw. den Nekromantenband benutzen kann, wenn das denn Sinn macht, weil sie hat ja den Friedensstab. Das überlege ich mir aber noch. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Adieu.